Beine breit machen, das hilft immer, habe ich gehört. Deswegen werden die Leute immer krank, weil die keinen Dreck im Essen haben. Das Konzept ist so einfach wie genial. Das kann doch da nicht gut gehen. Da ist es so warm. Wollen wir heute Nacht vielleicht Gänseblümchen pflücken gehen? Hey Leute, ich bin's Fritz und es ist wieder Zeit für ein neues Abenteuer, 24 Stunden Biwak, aber nicht alleine, sondern... Du brauchst mich auch nicht hören. Die Zuschauer hören mich. Dasha ist diesmal mit dabei. Neue Ausrüstung hier, ein kleines Bärenfell ist hinten drauf. Und ich hatte ja bei Instagram neulich eine Umfrage gemacht. Das war einfach mal eine unerfahrene Frau mit auf die Tour nehmen und gucken, wie sie schlägt. Ich sag mal so, Mascara ist dabei, goldene Bling-Bling-Uhr ist dabei, Kamm ist dabei. Es wird spannend. Los geht's. Vorher möchte ich aber noch der Spieleplattform GT Arcade danken, die dieses Projekt hier unterstützen und Sponsor dieses Videos sind, damit ich weiterhin gute Videos für euch produzieren kann. Die GT Arcade Plattform ist ein Ort, an dem jeder Spiele für seine Freizeit findet. Ob nun RPG, Taktikspiele, Aufbauspiele, MOBAs oder Abenteuerspiele, auf GT Arcade ist für jeden etwas dabei. Teste es doch einfach mal und schau dich ein bisschen um, was es dort alles für Spiele gibt. Das Coole ist, ich habe bei dieser Kooperation sogar wieder ein Gewinnspiel für euch da draußen, und zwar werden 10-mal Amazon-Gutscheine im Wert von 100 Euro an euch da draußen verlost. Jetzt Ohrenspitzen, wie genau der Ablauf ist. Wer sich nicht merken kann, ich packe das Ganze auch nochmal unten in die Videobeschreibung. Erstens, poste ein Bild oder Screenshot von deinem Lieblingsspiel oder Lieblingscharakter aus den GT Arcade Games auf Instagram, Twitter oder zum Beispiel TikTok. Zweitens, nutze dafür den Hashtag GT Arcade. Drittens, die Gewinner werden dann direkt per Social Media kontaktiert und das Ganze läuft bis zum 22. Juni. Ich habe euch wie immer alle wichtigen Infos und auch Links zur Spieleplattform und auch zum Gewinnspiel nochmal unten in die Videobeschreibung gepackt. Wenn du dich über meinen Link registrierst, erhältst du übrigens noch einen Bonus im Wert von 10 Euro. An dieser Stelle wieder ein fettes Dankeschön an euch da draußen für euren Support und jetzt viel Spaß mit dem Abenteuer. So, wir sind an einem herrlichen kleinen Bachlauf. Ja, sieht da selbst schöne Natur, ein bisschen durchwachsen. Dafür ist auf jeden Fall hochmotiviert. Er guckt auf die goldene Uhr, sehr schön. I know what time it is. Und wir machen uns jetzt hier so ein bisschen auf dem Weg nach einem kleinen Lagerplatz. Haben natürlich ordentlich was zu essen dabei, ein bisschen köcheln. Ja, so wie sonst auch. Was, nur. Ich Moment, ich muss helfen. Ja, du kommst hier nicht hoch. Das geht ja schon gut los. Hilfe! Hilfe! Da wird sie sich aber gleich umgucken zu dem Weg zum Lagerplatz. Der geht nämlich richtig steil nach oben. Schwer. Oh ja. Der kleine Rucksack ist schwer. Also mein Rucksack ist heute richtig voll, weil dekadentes Köcheln, ne? Fleisch, Kartoffeln, alles mit dabei. Und auch neue Ausrüstung, die ich euch dann im Laufe des Videos zeigen werde. Ich habe keinen Mascara mit, nein. Warum nicht? Warum? Weil ich kein Mascara trage. Warum nicht? Oh, ja, geh mal vor, dann können die Leute mal sehen, wie du hier diesen wunderschönen, tollen, großen Rucksack trägst. Aber ich weiß nicht, wo lang. Ja, einfach geradeaus. So, Sie sehen hier eine professionelle Trageweise des Rucksacks. Das kann doch da nicht gut gehen. Da ist es so warm. Oh. Schwitzen wir ein bisschen? Ja. Ist das anstrengend? Nein. So, wir wollen ja an einen etwas erhöhten Lagerplatz. Das heißt, man muss auch erst ein paar Höhenmeter hinter sich bringen und das ganze Zeug hier hochbuckeln. So, ihr seht ja schon so leichte Felsformationen, da vorne auch. Ein Stückchen müssen wir noch. Und dann geht's da hoch. Und die Motivation ist da. Das ist natürlich schön Brennnesseln überall, weil er so auch ein bisschen pieken. Sehr schön. So, jetzt geht's hier dort rechts am Fels hoch. Ich versinke. Ladies first. Ja, genau. Soll ich dich am Berg hochschieben oder was? So, hier ist schon ein leichter Trampelpfad. Dann sind wir gleich oben. Also bald, demnächst, irgendwann mal. Sie dürfen entscheiden, gehe ich vor oder gehen Sie vor? Alles klar. Dann haben wir das Spektakel aber von oben, was wir uns angucken können. Ich muss halt hier auch mal ein bisschen auf allen Vieren lang gehen. Schön mit den Händen in den Dreck rein. Ja, das wird... Oh.
Die Fingernägel dürfen schwarz werden. Hier ist das alles nass. Der Rucksack ist schwerer als ich. Es ist so rutschig. Los, komm. Ja, es wird auch mal ein bisschen rutschig hier. Aber ich habe noch die Kamera, während es rutschig ist. Also man muss dazu sagen, es ist wirklich steil und rutschig, ne? Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera so aussieht. Aber es ist schon ein spannender Untergrund hier. So, ich mache erstmal eine Pause und warte. Willst du am Hang schlafen, oder was? Es ist nichts Festes da. Oh, da merken wir schon versteckte Aggressionen, die hier rauskommen. Du musst an mir vorbei. Hilfe, Hilfe! Hilfe! Wohin jetzt? Immer weiter. Da hoch. So, nach der Arbeit kommt das Vergnügen. Nämlich ein schöner Ausblick. Und hier oben suchen wir uns jetzt einen schönen Lagerplatz im Dschungel. Ich hab Hunger. Ja, super. So, hier haben wir eine schöne gerade Fläche. Da ist ein bisschen Hang. Ja, ist ein bisschen windig. Aber dafür gibt es da nicht so viel Mücken. Und das ist dann der Ausblick. Und sieht das nach einem gemütlichen Wohn- und Schlafzimmer aus hier? Ja. Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt, du willst bloß nicht weiterlaufen. Ja. Oh. Hilfe! Hilfe ist das Wort der Folge. Ja. Also wir haben alles hochgewuchtet, wir haben ein schönes Plätzchen. Und wir werden jetzt als erstes mal ein bisschen das Lager aufbauen. Und euch dann demnächst noch zeigen, was wir alles dabei haben. Feuerchen, Köcheln, ihr kennt das Spielchen. Ja? Aber erstmal muss hier schon mal alles vorbereitet werden. Falls das Unwetter aufzieht, ja, müssen wir gewappnet sein. Soll ja heute noch richtig stürmen. Merkst du doch. Hilfe, da war's wieder. Daraus kann man ein Trinkspiel machen. Jedes Mal, wenn ich Hilfe sage. Genau, da gibt's Wodka. Die Technik ist fixieren und sägen. Toll. Muss auf Zeit? Nö. Oder auf möglichst nicht Trottlicht, aber auch. Na, möglichst nicht sägen. Meinen Arm absägen. Guck, jetzt habe ich voll was in der Hand. Wo kann ich eigentlich bestimmen? Geht nicht in den Oberschenkel rein, ne? Wie spitz müssen die denn sein? So, dass wir sie entspannt in den Boden reinbekommen. So? Ja, das sieht gut aus. Und du jagst in der Zeit, oder? Nee, ich bin weitere. Das ist übrigens hier mein erstes Mal, ne? Das ist dein erstes Mal? Okay. Ich bin noch Schnitzjungfrau. Ja, jetzt nicht mehr. Für die Leute, die gerade nicht verstehen, was wir machen, wir bauen gerade ein paar Heringe fürs Tarp zum Abspann. Genau, ganz normale Stöckchen genommen, so dass die nicht brechen, ein bisschen angespitzt, oben abgeflacht. Ja, sieht spannend aus. Soll ich mal einen machen? Ja, das geht bestimmt in 2 Sekunden. Echt chill ein bisschen? Ja, chill mal. Und jetzt zum Vergleich meinen? Ja, zeig mal deinen. Ja gut, ausbaufähig. So, du kannst jetzt das Tarp raussuchen aus deinem Rucksack. Was sich im Hauptfach befindet, das Tarp. Das ist quasi eine Plane. Also ein dunkelgrünes, das ist eine Tasse. Ich hatte diesmal keinen Paracord mit, sondern ein bisschen Schnur. Ja, denn ich bin gerade dabei, mir so ein kleines uriges Loadout zu erstellen mit Naturmaterialien, Leder, ein bisschen Fell und sowas. Deswegen werdet ihr heute mal ein bisschen andere Ausrüstung sehen. Ist das das? Ja. Wuhu! Ich weiß nämlich nicht, was ich hier mache. Ja, kannst du rausholen? So, jetzt wird hier erstmal ein bisschen geknotet und geknüppert. Jetzt ist das schon leicht genervt. Nö. Und immer so weiter, bis du einmal durch bist. Das machst du wirklich sehr gut mit dem Halten. So, und jetzt müssen wir hier ein bisschen Druck machen. Kannst du loslassen? So, und dreimal dürft ihr raten, wer den nächsten reinschlagen darf. Da merkt man, da ist das Gefühl für die Axt schon da. So, also, es wird ein klassischer A-Frame-Aufbau. Hinten ist es schon fixiert, muss gleich noch hier vorne fixiert werden und dann einfach vorne im Dreieck abgespannt. Mal gucken, ob uns das Ding hier heute Nacht um die Ohren fliegt. Diese Naturfaser hat natürlich eine extreme Klemmwirkung, ne? Leute. So, und jetzt nehmen wir die 6 vorbereiteten Heringe und spannen das Ganze links und rechts ab und machen vorher noch ein bisschen die Stöckchen und Steine weg, weil diese natürlich nicht unter der Isomatte liegen. Ich krieg's gar nicht so tief rein. Wie bitte? Ich krieg's nicht so tief.
Du kriegst es nicht so tief rein. Es geht nicht. Sie sehen hier das sexuellste Format auf meinem Kanal. Soll ich dir helfen? Ja. So, da ist es nämlich schwer. Ja, da ist eine Blockade drin. Wie tief kriegst du es rein? Bis Anschlag. So, und zum Schluss machen wir immer noch ein bisschen Laub drauf, damit da unten der Wind nicht reinfällt. Da kein Holz. Damit wenn... Okay. Ah, die Seite hängt hier ein wenig durch. Ein bisschen flatterig. Müssen wir nochmal rausmachen. Ich habe extra vorher gefragt, ne? Ja, da muss man halt neben der Lage auch mal nachbessern. Na, so ist doch top. Und jetzt machen wir auf die Seite auch noch ein bisschen Laub zum Abdichten gegen den Wind. Sie dürfen jetzt Ihre Finger dreckig machen und Laub holen. Mal rüber. So ist gut. Ja, du musst schon mit reinkommen. Warum? Ja, um zu gucken, wie viel Platz drin ist. Oh, Hilfe. Hilfe, da war es wieder. Das passt soweit, würde ich sagen. Guck mal, was man für einen Blick hier nach draußen hat. Das ist mein neues Bärenfell hier. Ha? Oh, ein bisschen gemütlich machen. So, genau. Das Ding brauchen wir. Wirst du dich dann später darauf regeln? Oder? Ich regle mich dann auf dem Bärenfell. Das hier ist Essen übrigens. Trinken ja nicht schlecht. Neue Pfanne ist auch dabei. Neues Kochset ist auch am Start. Aber wo ist die gute Buschbox? Hast du die vergessen? Ich finde sie wahrscheinlich blind. Hier. Hier ist sie. Ne? So. Ja, ich weiß doch nicht, wie das Zeug aussieht. Ja, schwarz und flach, habe ich ja gesagt. Jetzt haben wir es. Spielst du gerade mit dem Handy rum? Ja. Mit deiner goldenen Bling-Bling-Uhr? Also Handyempfang habe ich, aber Internet sieht irgendwie gerade nach nichts aus. Sonst hätte ich ja mal ein bisschen Insta-Stories produziert für euch. Damit ihr einen kleinen Sneak Peek habt. Naja, müssen wir mal warten. Wer ist eigentlich dafür, dass ich bei der nächsten Tour der Dame das Handy von Anfang an abnehme? Ja, schreibt es mal in die Kommentare. Und auch vielleicht so Mascara und so ein Scheiß. Und Bürste und so. Da gucken wir eh nachher nochmal rein, was hier alles am Beauty-Artikel mit dabei sind. Doch. So, Kocher aufbauen. Müssen gleich Feuerholz holen. Da haben wir ein bisschen was zu tun. So, hier können wir mit dem so arbeiten. Das sieht gut aus. Ein Haltergestell für den Topf. Töpf. Fürs Töpfchen. Also hier wird ein bisschen der Lagerplatz, wo geküchelt wird mit schönem Ausblick. Das ist mein neuer Topf. Kennt vielleicht einige schon von euch. Bei Instagram hatte ich ihn schon mal gezeigt. Generell, wenn ihr wissen wollt, was für Ausrüstung wo wie ist, ne, einfach unten in die Videobeschreibung gucken, da ist alles verlinkt, ihr kennt das Spiel. So, und hier brauchen wir jetzt natürlich eine kleine Topfhalterung, aber ich sehe das schon, der soll ja hier so hängen. Da ist meine Zwille zu kurz und die ist auch zu kurz. Die ist gut. Ja. So eine brauchen wir nochmal. Das war mein Fund, ja? Möchte ich mal so hier dokumentiert haben. Du musst weiter runter noch. Das habe ich gefunden. Warte. Ja, so einen nehmen wir nochmal. Ja, okay. Willst du den mitnehmen als Beispielmuster oder kriegst du das so hin? Ich schaffe das auch, okay. Danke. Sehr gut. Schön auf Kamera drauf, wie die Dame hier schon wieder am Handy hängt. Ist es nicht. Natürlich. Nein. Doch, ich habe es ja gesehen. Ah, das wird einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Bei wem? Bei den Zuschauern. Sind Handys verpönt, ja? Schon mal hier testen, ob das von der Höhe her so passt. Ey, hallo. Wie dafür gemacht? Könnte ja, man... danke, dass ich die Stücker gefunden habe. Beide mein Werk. Mit der müsste tiefer rein. Müsste wieder höher. Du hast die zu knapp abgeschnitten. Ist richtig, aber ja. Jetzt muss man eine Lösung dafür finden. Neue Stecker. Nee. Mach die erstmal fest rein. Musst du Loch tiefer graben. Das knackt ja schon. Warum ist denn jetzt so scheiße schräg? Ist das hier halt nur ein bisschen flach, weil wir hier eigentlich jetzt ein bisschen höher müssen. Du musst so ein tieferes Loch graben. Nee, vielleicht machen wir einfach so einen Stein drauf oder so. Guck mal, hier. Ha! Zack! Ja, ihr müsst ein Fuchs sein bei sowas. So. Das nehmen wir raus und machen das hier so ein bisschen tiefer. Und jetzt können wir damit optimal arbeiten. So, ihr seht, ein Diamantaufbau vom Tarp steht noch als kleinen Windschutz. Und dass man auch einen schönen Ausblick nachher hat vom Feuer und falls es regnen sollte. Ich habe gerade schon mal ein bisschen angefangen, hier Feuerholz zu machen. Aber bevor wir das Feuer anmachen, wollten wir schon mal ein bisschen vorschnippeln. Wir haben uns entschieden, so einen kleinen Eintopf zu machen. Das heißt, ein bisschen Kartoffeln, Zwiebeln, Mohrrüben, Paprika, Fleisch ist auch noch dabei und haben ein paar Gefäße da drüben noch und jetzt wird erstmal alles hier vorbereitet. Eine Sache wollte ich schon immer mal machen, ist ein kleiner Insider, die Leute, die Videos kennen, wissen, wovon ich rede.
Eintopf soweit fertig geschnitten. Und nach dem Fleischschneiden muss man sich natürlich erstmal die Hände sauber machen mit dem Feuchttuch. Ist klar. Ist klar, braucht man. So, nutzen wir gleich mal die Gelegenheit. Und machen. Nein! Das ist alles Werbung. Das musst du dann später kennzeichnen. Ganz wichtig. Oh, der gute Mascara. Hey, hallo. Ja, kann man auch die Augen ein bisschen schön beschmattern. This is the one and only, ja? Yeah? This is good. The best one. Es folgt nun ein 30-minütiges Tutorial über Smoky Eyes. Wie schminkt man sich outdoor? Auf jeden Fall ist noch ein bisschen was übrig geblieben. Das heißt, wir können auch noch einen zweiten Durchgang machen. Müssen wir mal gucken. Und jetzt ist natürlich die Frage der Fragen. Werden wir das überhaupt verzehren können? Und kriegt Dasha das Feuer überhaupt an? Was? Dasha macht sich jetzt mal Lippenstift drauf. Macht sich echt Lippenstift drauf. Bist du besoffen? Nein, meine Lippen sind kaputt und ich habe kein Labello mit. Nicht hinschauen. Das ist auch keine Werbung, weil die Firma gibt es nicht mehr. So, wie mache ich jetzt das Feuer an? So, ich habe es gerade einmal kurz vorgemacht und gezeigt. Jetzt wird's lustig. Aber das ist gar nicht so einfach, wie es dann immer aussieht. Und wir schauen einfach mal ein bisschen. Ne, Birkenrinde hat so ein paar Öle drin, kennt ihr. Brennt auch nass. So, im ersten Schritt geht es halt darum, das Ganze da ein bisschen aufzufächern, dass man sich so ein kleines Zundernest zurechtschabt. Da brauchst du halt viel... Ja, genau, so meine ich das. Genau. So, und schabst es jetzt so rein. Au! Au! Ja, das sieht sehr gut. Komm, komm. Ja, komm, warte. Warte. Sehr schön. Na, siehst du? So lange optimiert, bis es funktioniert hat. Danke. Boah, das geht aber gut ab hier, ey. Wir müssen sowieso da drüben den Stein wieder reinmachen. Warte. Ich hab's. Guck mal, der eine Stein da drüben. Genau, den habe ich ja so komisch reingeklemmt. Und dann haben wir so. Ja, jetzt haben wir hier genau kontrollierte Hitze unter dem Topf. Deckelchen drauf. Perfekt. Jetzt setze ich mich mal schön hier auf mein Bärenfell rauf. Gut aus. Ja, dann ist doch schon wo mal. Wo ist Salz? Ist doch schon mal. Salz habe ich vergessen. Der größte Dulli ist der, der die Gewürze zu Hause vergisst. Vergisst. Ah, sprechen kann er auch nicht mehr. So, Essen ist fertig, dann ist die erste Runde. Würde ich sagen, einer darf hier raus essen aus dem Hundenapf und der andere aus dem Topf. Sieht voll appetitlich aus. Es riecht voll gut. Es riecht gut, aber sieht halt nicht so. Aber es ist bunt von Weitem. Wählen Sie jetzt. Probier mal. Den Topf oder... Gott, ich fange einfach hier an. Warte, wir brauchen aber hier eine Kombination aus allem. Wir brauchen hier ein bisschen Fleisch, ein bisschen Zwiebel, ein bisschen... Oh, das kriegen... Oh, Dampf. Das ist heiß. Oh! Was machen Sachen? Ist durch, ist gut. Bisschen Gewürze. Vielen. Aber gut. Die habe ich selbst schon vergessen. Ja, mit Salz wäre es nice, ne? Ja, aber für ein bisschen Salz halt, ja. Gut, dann snacken wir mal eine Runde. Schön entspannten Eintopf. Einfach ein bisschen grünes Zeug reinschnibbeln. Ja, schon Essenszeit. Ach, Essenszeit wird angezeigt. Guck. Ich sehe nur die Kamera ist selbst. Ist ein Spiegel. Heiß. Isst du zum ersten Mal? Es ist heiß, aber ich habe Hunger. Ach, ich glaube, ich mache gleich noch eine Runde. Du machst? Ja, klar. Du machst ein Feuerholz in der Zeit. Ist auch genug da. Und Knoblauch fehlt. Stand nicht auch mit auf der Einkaufsliste. Gewürze standen auch nicht mit auf der Einkaufsliste. Ja, aber davon bin ich ausgegangen, dass das klar bei mir ist. Brauchst du davon gar nichts ausgehen. Die Liste, die ich kriege, die arbeite ich von oben bis unten ab.
fertig. Da wird nicht mitgedacht oder so, das ist Quatsch. Sondern ja, es wird genau das getan. In diesem Sack hier müsste einfach so ein Set drin liegen. Ja, bin ich dabei. Aber ist noch nicht ganz fertig. Hier soll ja theoretisch, weil hier ist zum Beispiel ein bisschen Öl drin. Ja, das, siehst du? Das, hier soll eigentlich Salz rein dann. Ja, und warum ist da kein Salz? Weil ich noch keinen Deckel habe dafür, weil das frisch ist, weil das, ich habe das noch nicht so lange. Also, was gehört da rein? Öl, Salz, Pfeffer? Naja, die Variation kannst du dann. Hauptsache, du hast Salz. Ah, so. Also, Priorität Salz. Ja, Priorität Salz. Muss man dir alles sagen? Ihr merkt, hier ist ein Ehestreitgespräch, gerade am Start. Nicht. Nur einmal. Denk nur einmal wirklich? Mit. Wirklich? Du bist doch kein Kind mehr. Doch, ich glaube, ich bin ein Kind. Seit schon immer. Einfach mal so machen und jetzt mal drücken. Haben Sie es überlebt? Ja, ich bin nicht den Abhang runtergefallen. Wie ist es so, einen Toilettengang als Frau in der Natur zu verrichten? Voll schön. Schön auch noch. Ja, ey, das ist voll unfair. Ja, so als Mann hat man es voll einfach. Ja, ist jetzt hier die ultimativen Tipps für die Frauen, wie wir das am besten anstellen, worauf sie achten müssen. Das wissen sie schon. Dass sie sich nicht selbst bepinkeln. Ja, Beine breit. Beine breit machen, das hilft immer, habe ich gehört. Das, ja. Das öffnet viele Türen im Leben. Oh, der war mies. War natürlich nur ein Spaß. Ja, so ist das. Dasha ist schon ein bisschen müde, aber ihr müsst wissen, Dasha ist halt auch eine Mutti. Ich bin keine Mutti. Glaubst du eine Mutti? Nein, ich bin eine Mami. Sag ich doch eine Mutti. Nein. Mein Gott, man muss halt auch mal ein bisschen Dreck im Essen haben, das ist wichtig. Deswegen werden die Leute immer krank, weil die keinen Dreck im Essen haben. Es muss knirschen beim Essen. Knirscht zwischen den Zähnen. So, hier, das kriegen wir. Das wer kriegt das normalerweise? Der Hund. Der Köter. Das ist die, wie sie bei den Kochshows immer sagen, ein bisschen Crunch darf nicht fehlen. Ja, ich gucke keine Kochshows, ich habe kein Fernsehen, aber ihr seht, was Dasha den ganzen Tag zu Hause macht als Mutti. Nix. Ich bin nichts. Keine Mutti. Siehst du, hat sie gesagt, habt das gehört? Sie hat gesagt, was ich den ganzen Tag zu Hause mache? Nichts. Die große Frage ist, wie hoch ist der prozentuale Zuschaueranteil von Muttis? Ich glaub, na, gar keine sehr Muttis, gering. Weil schauen, wenn, dann Mamis. Mamis. Wo ist denn der Unterschied zwischen einer Mutti und einer Mami? Ah, eine Mutti ist halt eine Mutti. Gut, also ist eine Mutti. Ich bin keine Mutti. So, und wir labern euch jetzt nicht weiter dicht hier. So, während Dasha hier schon wieder am Handy hängt, das gibt auf jeden Fall einen fetten Daumen nach unten, habe ich mich mal wieder um den zweiten Topf Essen gekümmert. Oh ja, genau. Ja, Leute, das ist die Wahrheit. So, Salz ist wieder nicht vorhanden, weil zu Hause. Dafür Crunch. Dafür ist diesmal jede Menge Crunch mit drin, also Erdboden. Ich weiß nicht, was abonniert auf Russisch heißt. Egal, Dasha möchte uns jetzt was auf Russisch erzählen. Erzähl mal was, Gerd. Was? Dabei, dabei. Was ist das hier für eine Ausdrucksweise? Ja, was denn das für eine Gossensprache? Sag нельзя говорить. Das heißt was? So darf man nicht sprechen. Ah, okay. Was heißt guten Appetit? Приятного аппетита. Machen wir jetzt eine Russischstunde? Ja. Hallo und herzlich willkommen zur Russischstunde. Okay, aber jetzt stell dir mal vor, ne, Zuschauer jetzt männlich größtenteils bei mir gehen jetzt nach Russland, sehen dort eine hübsche Frau und wollen die ansprechen. Was würden die jetzt zu dieser Frau sagen? Das fällt doch jedem auf Deutsch schon schwer, den richtigen Satz hinzubekommen. Ja, aber du bist ja jetzt quasi die Vertretung des weiblichen Geschlechts hier. Ja, was sagt jetzt der Mann als einer hübschen russischen Frau? Sowas wie, wollen wir heute Nacht vielleicht Gänseblümchen pflücken gehen? Das sollte er vermeiden. Okay, ist scheiße? Absatz im Gesicht. Ja, wenn du denn sowas, ist ja wieder gar nicht. Du nicht, ne? Ich nicht, ne. Ich fühle mich beobachtet. Wie alt würdet ihr Dasha schätzen? Ja, bitte. Okay, ihr könnt jetzt mal raten. 3, 2, 1. 31. Tja, das hättet ihr nicht gedacht. Ne? Ihr hättet safe auf 19 geschätzt. Ja, genau, 19. Also was? Nicht Mutti ist, was mit 19. Essen ist verdrückt. Jetzt gibt es noch einen schönen, leckeren Tee. Und ich habe mal spontan eine kleine Halterung einfach gebaut. Ich finde das ganz cool, wenn man diesen Diamantaufbau hier hat und dann diese Stecken dafür nutzt, um so ein kleines, ich sag mal, Organisationsregalsystem zu machen. Das ist einfach nur hier ein bisschen, eingewirkt mit einem kleinen Stückchen. Und dann fällt das halt auch mal runter, wenn man dran rumfummelt. Aber das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache, weil man das ja schnell
auch hier wieder rankriegen soll. Mit einer Hand funktioniert das wieder super. Was soll ich dazu sagen? Ich kann euch eins sagen, mein Bärenfell, weil einige werden natürlich fragen, wo ist denn das Fell her und so weiter. Das ist halt wirklich, also es ist ein Babybär, muss man dazu sagen. Es ist eigentlich ein jugendlicher Bär gewesen. Und mit dem hatte ich einen Kampf und den habe ich dann selbst gehäutet in Alaska damals, vor 2 Jahren. Hatte ich bisher immer nicht auf Tour, weil es auf dem Dachboden lag. Aber den habe ich mit meinen eigenen Händen, habe ich den Bären erwürgt. Und dann habe ich den Zehen das Fell abgerissen. Was haltet ihr eigentlich davon, wenn ich mich heute heimlich nachts im Dunkeln rausschleiche und Dasha dann alleine zurückbleibt und sich in die Hose scheißt vor Angst? Solange du mich nicht wächst, scheiße ich auch nicht in die Hose. So, Dasha hat gerade gefragt, was eigentlich das Konzept hinter diesem Format ist, das aktuell noch keinen Namen hat. Es waren jetzt folgende Ideen: Pussies in the Woods, Beauty and the Beast, Beauties in the Wild. Ja. Das Konzept ist so, das Milf Hunter war noch da. Das Konzept ist so einfach wie genial. Man schnappe sich eine attraktive Frau, geht mit der 24 Stunden in den Wald und chillt halt am Feuer. Das ist das Konzept. Wenn ihr also Bewerbungen habt, ja, wenn ihr euch für höchst attraktiv haltet, boah, das ist übersexistisch. Nein, das lassen wir. Nein, streiche das. Leute, ihr müsst auch ein bisschen Spaß verstehen. Oh, du wirst dich kaum retten können vor Anfragen. Echt? Na, dann machen wir das doch mit den Anfragen. Und zwar schaut unten in die Videobeschreibung rein. Ich richte da eine extra E-Mail-Adresse für ein. Oder ihr schreibt mir einfach auf Instagram. pussies@fritzmeinecke.com. Nee. Definitiv nicht. Wie dann? Keine Ahnung, muss ich das einrichten. Die schreibe ich dann unten in die Videobeschreibung rein. Bewerbung mit Foto. Oh, zum Glück muss ich mich dabei gerade nicht filmen, bei der Scheiße, die ich hier erzähle. Hier, zeig mal übrigens das Ding, was ich da gerade eigentlich basteln wollte, um mal wieder ein bisschen was vom Thema zu... Darf man das? Darf ich Finger zeigen? Klar, kannst du Finger zeigen. Hallo. Hallo, mein Name ist Dasha. Hilfe! So, die Leute wollen noch mal sehen, wie du hier so lassiv auf den Bärenfell dich regelst. Voll lassiv in Pullover und so. Also, wollt ihr euch auch mal im Wald zusammen auf den Bärenfell regeln? Schreibt an die folgende E-Mail-Adresse. Unten in der Videobeschreibung. Toll. Was? Der Formatname ist Fritz and the Hot Chicks? Ja, nee, ist klar. So, aber jetzt machen wir hier mal... Das heißt Hot. Hot Chicks. Aber jetzt, wo langsam hier die blaue Stunde losgeht, kann man hier nochmal einen kleinen Schwenk machen, weil es sieht wirklich ganz nett aus, was wir uns hier gebastelt haben. Mit immer noch einem herrlichen Blick. Es ist eigentlich viel dunkler. Was, ich soll da einen Salzstein reinmachen? Ja, da musst du immer so runterrubbeln. Hast du irgendwie zu viel Rauch eingeatmet oder ey, was? Ey, man könnte glauben, ich bin besoffen, ne? Ich verstehe es selber nicht, Leute. Keine Ahnung, ich glaube, es ist kaputt. Hey, dann liegt das scheiß Handy da. Das macht mich ja ein bisschen aggro hier, ne? Defekt. So, ihr seht, es ist draußen schon dunkel, das Feuer brennt noch. Und Dasha kam jetzt auf eine wundervolle Idee. Die richtig guten Gäste bringen nämlich Marshmallows mit, wenn es Feuer gibt. Du darfst jetzt diesen Marshmallow auf meinen Stock pieken. Was denn? Kann man hier 2 drauf machen? Ja. Ist also hier. Das ist eine sogenannte Double Penetration. Das wollte ich gerade sagen. Sorry an alle Eltern, die gerade dieses Video mit ihren Kindern gucken. Aber nicht verkuckeln. Der Gerät ist immer vorm Chef im Geschäft. Der Gerät ist nie müde, der Gerät schläft nie. Von der Flamme geküsst, flambiert. Nicht kann man, so machen. Oh, nee, nicht so. Oh, oh. Nicht so machen. Leute, so macht man es nicht. Kann man das jetzt noch... Also wenn ich ankotze, kotzt du mich zurück an? Ja. Da gibt es nur eine richtige Grundregel bei dem Thema. Wer zuerst kotzt? Nee, die Kamera muss laufen. Oh. Guck, siehst du, hier ist knusprig. Ja. Und innen drin ist es so, ne? Hier, Pampe. Hammer. Oh. Nee, Marshmallows. Wie steht ihr zum Thema Marshmallows? Schreibt es mir in die Kommentare. Nee, ich kann keine Gitarre spielen, ne. Ich kann nur Arschgeige spielen. Und das gut? 1A? Ja, das kann ich perfekt. Das habe ich perfektioniert, könnte man sagen. Sie sehen hier, wie Dasha im Schlafsack ihre Hose auszieht. Für all die Lustmolche da draußen drücken Sie jetzt Pause. Denn es gibt nichts zu sehen. Ich wollte gerade sagen, schalten Sie nach der Werbesendung wieder ein. Mit deiner Werbung. Jetzt seht ihr auch mal halbwegs was. Was machst du da? Was machen Sachen? Ich versuche meine Hose anzuziehen. Aber zieh sie doch besser aus. Die eine ist aus. Okay, die sehr nächste gut. Kommt jetzt an. Nee, das ist falsch. Aber mir wird sonst kalt. Ja, ist kein Problem, kriegen wir hin.
So kommen Gerüchte zustande. Was für Gerüchte? Nein, Gerichte. Leute, wir machen hier Gerichte. Nur Spaß. Oh, Alter, ich krieg die Hose nicht hoch. Oh. Ich schlaf schon mal. Ich weck dich dann, okay? Was, wenn du deine Hose wieder anhast, oder was? Noch ein paar abschließende Worte von dir? Hast du Angst? Ja. Vor Kriechzeug, vor Wölfen, vor... Ja, vor Großen, vor Schnarchen. Größeren. Vor Schnarchen und vor größeren Tieren. Sie hat Angst vor größeren Tieren, aber sie weiß nicht, dass eins neben ihr liegt. In diesem Sinne, gute Nacht. So, Leute, good morning in the morning, würde ich sagen. Ja, so, genau, da drüben wird sich schon mal die Hand vors Gesicht gehalten. Ich weiß noch nicht mal, wie ich aussehe, ja. Zeig mal. Ja, ne? Sieht müde aus. So, wir werden jetzt mal ganz genüsslich hier entspannt wach und dann sehen wir uns... Boah, mein Hirn ist noch nicht auf Hochleistung. Und dann sehen wir uns danach später. So, keine Ahnung. Ciao, bis gleich. So, es gibt jetzt hier erstmal eine erste Ladung Himbeer-Porridge. Wasser hat gerade schon geköchelt. So, wir sind jetzt 150 Milliliter. So. Lass uns mal probieren. Sie dürfen rühren. Danke für die Erlaubnis. Ja, man braucht ein deftiges Frühstück mal am Morgen. Manche essen halt ein bisschen Porridge. Ich dachte, man macht den schönen Knopf für die Spitze. Dann würde ich sagen, guten Appetit. Ihr kriegt wieder einen Löffel ab. Lasst es euch schmecken. Naja, ich sag mal so, eine Prise Salz hätte auch hier mal wieder nicht geschadet. Hier habe ich gestern Abend noch den Deckel geschnitzt. Ne, zack, rein. Kann ich nächstes Mal auch ein bisschen Salz mitnehmen. Die müssen auch mal von der Flamme geküsst werden hier ein bisschen. So, das mit dem Stock hier hat nicht ganz so gut funktioniert. Deswegen probiere ich jetzt mal die Variante auf einem heißen Stein davor. Und hier gibt's jetzt Runde 2 mit Zwiebeln diesmal. Lager ist abgebaut, Rucksäcke sind gepackt. Wenn ihr Bock habt, dass ich wieder mal eine unerfahrene Dame mit in den Wald entführe, dann gebt dem Video mal einen Daumen nach oben, schreibt auch gerne mal euer Feedback in die Kommentare, wie ihr diese neue Formatrichtung fandet. Ja, schaut gerne auch mal bei Dasha bei Instagram vorbei, packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Und dann Kanal abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.